Leute, ich hab's nicht geglaubt, aber der fucking Force Shield von Dooley ist absolut ridiculous und actually ein Counter gegen Giftbills. Normalerweise verkacken Schilde da, ja, aber nicht der, weil der tötet dich einfach. Viel Spaß. So, wir haben mit dem Bild, glaube ich, schon ganz gut geübt. Das sieht übrigens cool aus hier mit dem Kreuz. Dann ist hier so eine fucking Ratte drin. Ich weiß nicht, ob ich mir ein Freundebild traue. Es gibt ja diesen großen Roboter, ne? Aber eigentlich will ich den Mech spielen. Ich will den großen Roboter spielen. Der quasi auch links und rechts Sachen macht. Diesen Robo-Anzug will ich spielen. Und der Robo-Anzug könnte gut left-handed sein. Guck mal. Aha. Equal to your shield. Das ist ja mit dem schon mal nicht schlecht. Eigentlich. Der ist nur ein bisschen huge. Und teuer. Aber mit denen können wir auch mal schießen. Ja, wir probieren mal den Force Shield, würde ich sagen. Nehmen wir die Uzi aber mit. Sind dadurch ein bisschen arm. Ich glaube, der da hat so ein Schildding. Und dann schießen wir den auseinander. Kannst den Chor in der Truhe lassen. Ja, das stimmt. Ich habe einfach nur wieder Angst vor Walter, muss ich sagen. Walter ist der, der mir immer am meisten Angst macht. Machst du auch noch TFT? Also nächste Woche werden wir wahrscheinlich ein bisschen TFTen. Whatever that is. So, wir machen mal noch eine kleine. Oh, das ist ein großer Schild, ne? Kann man, denke ich, mitarbeiten. So, hier hätte ich gerne XP gehabt. Bonk. So. Und ihr sagt ohne den, ne? Stattdessen den. Ich krieg den wahrscheinlich mit 15 nicht down, ne? Mal gucken. Weil der da geht ja auf dem, ne? Aber die Frage ist echt, was der mit Equal meint. Oh, der rechnet das einfach on top. Der ist ja gar nicht so schlecht, würde ich sagen. Was macht der hier? Der macht einfach Geld für den. Also ich scale nicht und er scale nicht. Aber ich slow ihn ab und an. Das ist actually ein Win. Der Force Shield, Leute. So eine Super-Wife angestrebt. Mann, dass jemand das jedes Mal neu erklären will. 10. 10 Uhr. Mit Sola, Bröki und fucking Power of Evil. Das wird richtig gut. So wie... Was? Also das ist troll. Super Wife ist ein geiles Game. Es ist auch sehr schwer, glaube ich. Also schwer im Sinne von, dass natürlich viele League-Spieler da aufspringen und dadurch halt auch es nicht leicht ist. So habe ich zumindest registert. So, Core Cooldown, Shield Item. Ich denke, Core Cooldown ist immer ganz nice. Ich nehme mal Pip, weil Pip gibt mir Bronze-Shit.
So, und dann nehmen wir den Mr. Krabs. Ich meine, der Chor ist jetzt sehr langsam. Aber ich glaube, der da ist es, ne? Dass wir nur den nach rechts tun, würde ich sagen. Der haut ja richtig rein, der Boy. What the fuck? Die besten sind sowieso Husbandos und Waifus. Aha. Ich kenne ja gar keinen, aber... hoffe natürlich, dass ich eine Chance habe. So, get a slow item. Ne, wir nehmen mal die XP, würde ich sagen. Ich finde XP überwichtig. Shield Skills. Ist immer schwer zwischen Shield Skills und dem anderen Ding da. Oh. Aber es ist nur the first time. Shields have crit. Ich würde gerne mit der Überwachungsanlage arbeiten wieder. Die ist aber sehr groß, ne? Dann habe ich hier nicht mehr so viel Platz. Aber die Security Cam ist kinda crazy. Aber die hat so einen hohen Cooldown, ne? Eigentlich muss man spammen. Eigentlich will ich eher spammen. So, 30 mehr Maximalleben. Mal sehen, ob das den Kuchen dick macht oder so. No, ich habe ja noch. Ich habe ja noch das Löwenmantelglas vergessen. Lull! So, der macht Gift, das ist nicht gut. Gift ist unser natürlicher Tod. Aber der ist actually gut gegen Gift. Weil wir bauen so viel Schild auf, dass wir den einfach irgendwann abartig wegbürsten. Ja. Bumm. Der macht einfach so viel Damage, Leute. Und ich darf den Schild behalten. Upgrade the Core. Das sagen wir nicht. Nein. So. Guck mal, wie viel Schild der gibt. Sell Medium Items oder ein Income. Hm. Ein Income ist eigentlich ganz geil. Weil ich habe noch Items. Use adjacent items. Ja, der ist mir zu langsam, muss ich sagen. Bei dem wäre es natürlich cool, das aber zu steigern, ne? Also der ist schon auf der Seite eigentlich ganz geil. So, lose one income? Ne, wir haben gerade darüber geredet. Ja, das ist einfach lucky as hell. Bonk. So, der könnte jetzt also schneller gecharged werden. Ich glaube, dass es trotzdem aber erstmal so besser ist. Mit was habe ich denn den Schild gecharged? Ich hätte auch einfach eine Uzi da hingestellt oder sowas, ne? Das hier wäre übrigens nice. Der hier ist auch eine Alternative, wenn you shield. Der Barbed Wire könnte ich auch hier links hinstellen, weil der könnte das Item chargen. Das wäre actually not bad. Aha. So, only one max ammo. Na gut. Das ist schon wieder Pip. Ich mag Pip. Aber Junk mit 5 Gold ist zu wenig, ne? Wir nehmen mal ein Tool, damit wir ein bisschen Geld machen. Oh, das ist fucking lucky. Weil das werde ich auf jeden Fall spielen. So, schon wieder. Schon wieder ein Skill. So. The Bazaar is a rabbit beast. So, wir müssen jetzt gucken, wie der funktioniert. Willst du sagen, es ist viel Random Luck? Ja, das ist der Unique Selling Point. Also wenn du hier Elo willst, musst du nicht ein Bild forcieren, so wie ich jetzt für YouTube, na, sondern eher das nehmen, was gerade kommt. Ja, und damit arbeiten. Das ist so eigentlich das Wichtige. Der hat einfach meinen kleinen Typ da kaputt gemacht. Wie unfassbar unhöflich. Und mein Klebeband hat er auch kaputt gemacht.
Weil er kann nicht gewinnen. Er hat irgendwie das Bajonett, hat er plus 20 Damage gemacht. Also die Idee ist irgendwie süß, darf dem 20 Damage zu geben. Aber der Cooldown ist ja eigentlich das Wichtige. Aber er hat ja eh mehr als eine Waffe, also ist scheißegal. Okay, das sind alles Shield-Upgrades. The Core, Ja, wir machen mal den. Vielleicht sollten wir aber eher was Wirtschaftliches nehmen eigentlich, ne? Ist schwer zu sagen, habe ich das Gefühl. Abandoned Chest. Okay, das sind alles nützliche Dinge. Ich würde sagen, das Ding ist lost. Wie mache ich denn jetzt das Bild? Ich überlege, ob ich nur so mache, nur den hier steigere. Aber eigentlich, also damit der halt riesig wird, ne? Weil der steigert sich der Schild auch automatisch. Wisst ihr? Now you listen to Doody, okay? He's fighting for all of us. So. Ah, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Fuck. Alter, das sieht ja viel cooler aus jetzt hier. Okay, Tools können wir nicht mehr machen. Wir nehmen die Spare Parts und dann nehmen wir den hier. Hier hoffen wir auf die Dings. Also, ich weiß nicht, ob ich den hier möglichst schnell chargen will. Weil das Value, den Schild um 10 zu erhöhen, ist ja für alle auch übel gut. Aber der wird schon gut hochgecharged hier auf jeden Fall. Und wir müssen ja irgendwie noch Haste reinkriegen. Das ist okay. Ich hätte auf den Hammer gehofft. Aber ist okay. So, kleine Items sind eigentlich nicht schlecht. Ja, ich hätte gern irgendwie Haste. Aber wir nehmen wahrscheinlich erstmal das einfach an. Und eigentlich wollte ich ja diesen Roboteranzug benutzen. Wer ist denn das? Salamander. Papp. Er ist eigentlich beim Verkaufen gut. So, guten Morgen euch. Battery und CPU können gut sein. Genau, also es gibt die CPU, würde ich auch sagen. CPU finde ich auch gut. Weil die ist klein. Spammy. So, der hat jetzt ein Giftbild, ne? Das ist jetzt eigentlich ein Nachteil für uns. Aber der Force Shield wird so heftig seine Fresse polieren, dass wir, glaube ich... Bevor wir... Also, ich meine, wir sind instant tot, wenn das jetzt hier eine 5 wäre oder so. Wenn das eine 5 wäre, wäre GG. Aber ist es zum Glück nicht. So, Core Cooldown. Das ist schlau. Ja, wir machen den Cooldown runter. Guten Morgen, danke für die Subbung. Ja, ist eigentlich schon ein Skill-Angle, ja. Oh, das finde ich gut. So, das Problem ist halt, das Ding ist jetzt übel teuer, wenn ich jetzt was hole, ne? Das heißt, wir nehmen lieber die Abandoned Chest. So, der wird burnig. Ich frage mich, ob ich gegen den gewinne. Ich weiß gar nicht, was der Mod Squad macht. Oh, der ist ja richtig gut für uns. Der ist ja super für uns. Boom. Naja, der hat schon ordentlich Schaden hier, der Boy. Okay, also die Münze ist geil. Die Münze ist richtig gut.
Die Beautiful Friendship wäre auch richtig gut. Und der da, ja. Wenn you, das ist halt fürs Friend-Build. Den Bulldozer will ich auch irgendwann spielen. So, Pendulum ist gut. When you use an adjacent item, give the other item haste. So, Pendulum ist richtig wild. Ich habe jetzt auch einen Link bekommen von Dennis, der hier Soulkeeper mit organisiert. Ich habe die... man kann die Sachen ja verzaubern. Es gibt eine Seite, die quasi sagt, wie Verzauberungen funktionieren. Na, no. Das heißt, du kannst, es gibt zum Beispiel diese Verzauberung, mach Crit drauf. Und wenn du auf das Metronom Crit drauf machst, Leute, wenn du da drauf Crit machst, gibt das links und rechts nicht nur Haste, sondern auch Crit. Hin und her. Also übelst stark. Da müssen wir, oh, da ist die CPU. Okay. Also den brauchen wir nicht mehr, den brauchen wir nicht mehr. So, der da, wenn use an adjacent item. Das zählt, glaube ich, nicht als use. So, wir können da den behalten, aber da braucht er halt Friends. Und dem ist ja egal, was für Items benutzt werden, ne? Also eigentlich würde ich schon sagen, dass wir das so machen. Und dann ist der Core die ganze Zeit gehastet. Richtig? Upgrade leftmost item. Ja, das machen wir immer den Core. Weil der gibt halt immer mehr Shield. Dann macht der hier halt richtig Arbeit. So. When you use the core, slow an item. Hm, eigentlich auch nicht schlecht. Auch mit sehr geringem Cooldown. Nimm das mal mit. So, den mag ich auch. When you slow, haste. Da überlege ich, ob ich den hier spiele. Mit dem Pendulum. Also mit dem Metronom. Oh, der hat jetzt bei 4. Das ist stark. Das Pylon. Leute, Pylon finde ich übel geil. Weil das geht halt schön hin und her. Die CPU könnte ich auch nutzen. Ich glaube, ich hole das mal. Also in meiner Fantasie ist es jetzt so. Weil da werden die beiden gehastet. Und die Frage ist halt, ob ich noch das hier nehme. Weil das slowt ja auch. So hier quasi. Aber dann ist ja die Frage, ob der schnell genug hochcharged, weißt du? Aber eigentlich sind das ja 1,5 Sekunden. Das ist schon sehr wenig. Ich würde es mal angucken wollen, ob er die ganze Zeit den Haste hochhält. Das ist eigentlich so das Wichtige. So, er hat das Companion-Bild. Mal gucken. Genau, aber die geben sich das jetzt die ganze Zeit hin und her. Ja, der spammt auf jeden Fall deutlich mehr als ich. Er macht halt keinen Schaden, aber das ist so sein Problem. Und seine Uzi ist irgendwann leer. Das ist ja bitter. Der hat die einfach leer geschossen.
Okay, mit den Slows ist kacke. Die Slows machen wir übelste Probleme. Okay, das ist geil. Das ist auch nicht schlecht. Das ist quasi die Hälfte vom Chor auch. Aber ich finde das hier wichtig. Ist leider alles wichtig. And use the core haste. Das finde ich übel geil. So, ich nehme einfach die Regeneration. Ich weiß nicht, ob ich den Licht schon besiegen kann und was er mir bringen würde. Wir machen mal den Foreman. Der Foreman klingt ja schon, als wenn ich ihn gebrauchen könnte. Ja, das Ding ist halt, plus 10 Shield zu geben. Scheiße, das ist eigentlich übelst stark. Leute, plus 10 Shield ist schon eigentlich legendär. So, jede 4 Sekunden haste Item links und rechts. Das könnte jetzt auch, ich glaube, das ist aber an einem bestimmten Level stärker als das Ding. Weil der auf jeden Fall beide hastet und nicht hin und her hastet. Wir gucken mal, wann wir das kriegen. Ist das ein Tool? Ja, ne? Ich glaube, eine Weapon finde ich jetzt nicht, aber ein Tool könnte ich finden. Lul. So, wir kriegen alle Crit. Ich habe keinen Freund. Boah, ich nehme sogar actually einfach XP, würde ich sagen. Small Non-Weapon finde ich okay. Sah mir sehr nach einer Waffe aus, aber... Ja. So, da ist der Muskelheini. Guten Morgen euch. Ich weiß, es ist sehr früh. Mein Kaffee! Ich habe meinen Kaffee vergessen. Mal einen Kaffee holen. So, das Ding... Equal to its value. Equal to its value ist unangenehm. Aber der Slow ist auch sehr geil, muss ich sagen. Oder der Shield haut übel rein. Der Shield ist toxic. Bip, bap, bap, bip, bap, bip. So, Junk. Was können wir von Junk uns erhoffen? Es gibt Cooldown-Steigerungen. Und mehr Damage. So, der hier. When you use the item to the right of this haste, if it's a weapon, it also gains damage, ja. Also das nehmen wir auf jeden Fall. Das war auch. Das auch. Ich tue mein Part, Junge. Okay, wir machen mal... Also eine Erfahrung nehmen wir auf jeden Fall. Weapon-Steigerung auch. Leftmost Item. Ja, dann müssen wir eigentlich den hier mal nehmen. So. Reuse everything. Okay. Der macht alle Items, ne? Geil. So. 20 Max Leben. That's been sitting there 20 years, waiting for you. Auf! Okay, keine CPU mehr für uns. Der verbessert das Slow Item? The fuck? Trash is tragedy. Reuse everything. Ja, also wir haben jetzt sehr viel Geld verbraucht. Der ist aber eigentlich gut, ne? Weil. Der ist eigentlich auch krass, was das Hasten angeht.
Der ist eigentlich krass, was das Hasten angeht. Meint ihr, der schafft das allein? Ich meine, das Gute ist, er nimmt halt übelst ein Schild. Also dadurch kriege ich übelst ein Schild. Aber dadurch steigert er mehr. Aber der sagt, wenn du use the core, slow an item. Und wenn ich ein Item slow, haste ich ein Item. Hätte ich irgendwie ein bisschen Bock drauf. Ich glaube, der hat einen guten Gegenstand für uns. Seit 22 Uhr wach. Ach du Scheiße, lass das. So, also wir slowen übelste Sorte. Aber ich hätte gerne noch mehr Slows. Boah, der Force Shield ist echt fucking solid. Das ist nett. So, Leftmost Shield ist übel krass. Aber eigentlich müssen wir eigentlich noch Full Cooldown gehen, ne? So, Unique Skills nehmen wir auch. When you burn. Okay. Exactly one friend. Haste an adjacent item. Ah, okay. Der macht wirklich nur eins. Nicht adjacent items. Danke für den Hinweis. Ein cool Boy. Das wusste ich nicht, dass der nur eins macht. Aber das mit dem Slow sieht eigentlich geil aus. Und das sind ja alles noch Bronze- und Silber-Items. Die sind eigentlich noch schlecht. So, wenn you use a friend, haben wir es nicht. Wenn you upgrade a friend. Das ist alles so friendlastig. Fuck. What a waste. Aber ich würde es mal probieren. Ich finde verlangsamen geil. Vielleicht am besten noch ein... Also vielleicht doch lieber dann das Duct Tape noch, statt dem Metronom. So, der hat jetzt 11 Poison. 11 Poison ist sehr viel. Aber ich habe auch hier gar keinen Cooldown drauf. What the fuck? Also das hat jetzt aber... Also die Geschwindigkeit war da. Oder nicht? Wir fighten mal noch ein Monster. Alter, wer bist du denn? Oh, das könnte wehtun, ja. Aber ich glaube, er ist zu schwach. Auf jeden Fall slowt der wie Sau. Das ist nicht geil. Item slows charge half fast. Aber half fast heißt für uns normal fast. Belfast. When you slow. Oh, das wär's. Thick hide. Ha! Leute, thick hide. Dann kann ich jetzt wieder das Duct Tape spielen eigentlich, oder? Weil das slowt ja auch nochmal. Aber ich würde das gerne hier spielen, hier. Ja, wir machen mal so. Das ist Maxim. Das ist Maxim. Ich bin Thick Hide. Wir können jetzt ganz viel Schokolade holen, aber die ist so teuer. Komm, wir gehen mal den Robo bauen. Ich glaube, wir schaffen den. Oh, der hat den Gatling. Ah, er ist gefreezed. Also das sieht sehr spammig aus.
Das ist doch super Ultra-Spam. Das ist doch voll geil. Weil ich so viel slowe, charge ich auch so viel. Leute, es läuft gut. Und das ist, wenn ihr use the core. The first time. It's not the first time. Und Upgrade Skills, High Chance. You kidding. Das ist bescheuert. When you use the core statt einer Sekunde. Ne, warte mal, ich muss nochmal lesen. Also. Warte mal, ich kann den alten Wert nicht mehr lesen. Wir hasten einfach two items. Weil wir hasten jetzt two items. Wir sind jetzt einfach in Hasteland. Leute, das ist ja übel unfair. Das geht nicht. So, die hat ein Crit-Build. Wir müssen nur am Anfang schilden, dann schaffen wir es. Ein bisschen schilden. Wir machen nicht viel Damage, wir müssen nur durchhalten. Nur durchhalten. Durchhalten, ja! So wichtig. Weil dann rasiere ich ihn, wenn seine Munition leer ist. Ich muss nur durchhalten. Ich habe leider keinen Initial-Kickstart. Wenn ich so einen Haste-Start hätte, das wäre übel geil. Right. Der ist crazy. Was ist denn das? Your friends? Das ist das Friend-Item, was ich brauche. Have Multicast. Junge, Multicast bricht so das Gesetz. So, wir probieren auch den Revenant, Alter. Ich glaube, ich kann jeden schlagen jetzt. Guck mal, der macht Gift. Gift ist gut für uns, weil Gift macht wenig Damage. Und wenn der Gegner wenig Damage macht, kriege ich einfach die übelst... Guck mal, wie viel Speed ich habe. Das ist zu viel, oder? Ich habe jetzt schon zu viel Slow, kann das sein? Upgrade Leftmost. Wir nehmen wieder den Core, ne? Wir müssen den Core nehmen. Also jetzt doch GG. With health for power. Ich weiß nicht mehr, was das war. Mal lieber nach Shield Items. Ach so, das ist nur ein Shield Item. Ah, ich bin dumm. I'm a dumb idiot. I would never debase my wares by haggling. You're a smart one for your size. For your size. Er beleidigt mich ganz schön. Also wir sind komplett auf Speed, Leute. So, also der wird jetzt relativ... Oh, der schießt noch nicht so schnell, wie ich Angst vor hatte. Oh, und es ist geslowt. Yo! 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 Alter! Der Force Shield, Junge, der ist ja imbalanced as hell. Gumballs. Gumballs würden uns ein paar Stats geben. Wir brauchen auch nur HP, ne? Ein Gumballs in der. Oh mein Gott. Warte mal, ich hab's verwechselt. Verwechselt mit Schokolade! Bei Gumballs ist die Problematik, das ist kein Decision-Making. Es ist einfach nur random Shit. Okay. Das ist geisteskrank.
Das ist doch stupid. Was würden die jetzt machen? Und wie hoch der Force-Shield hochgeht. Oder er ist... Ich wusste gar nicht, dass es critten kann. Great White? Ist das ein Item von ihm? The Magic Carpet. Warum habe ich jetzt gecredited? Ist das ein Item von ihm gewesen? Das habe ich jetzt nicht gerafft. Das war nicht 4%. Das war viel mehr, Leute. Da stand 24 oder sowas. When you freeze. Give your items 12%. Das ist alles so crit-lastig, ne? Ich meine, so ein bisschen Crit-Hammer, aber nicht viel. Und hier kriegen wir quasi den Freeze. Und dann 2%. Das ist imbalanced. Ich glaube, wir nehmen die HP einfach. So, weil man könnte jetzt sagen, Gift countert uns. Ich glaube, es war auch die 26% kam vom Skill vom Gegner. So, der hat Gift. Und Gift müssten wir eigentlich schaffen. Außer, warte mal. Oh, das ist imbalanced. Das ist das most imbalanced, was ich je gesehen habe. Diese Verzauberung, die sollte verboten werden. So was habe ich schon mal gesehen mit einem anderen Item. Das ist halt meistens GG. Also wir hätten jetzt einen Perfect Win haben können. Ne? Wir haben nicht einmal geloost. Der hat quasi einen Pufferfisch gehabt, der freest, wenn er ausgelöst wird. Also der freest dann quasi die ganze Zeit. So. Oh, den nehme ich ja. Oh, der war aber high-rolled hier in dem Moment. Das war echt ein High-Roll. So, der da ist gefährlich, ja. Destroy an enemy item for the fight. Aber wir schaffen es trotzdem. Das hatte ich auch mal gespielt, das war auch lustig. Oh, when you shield, this gains one burn. Cute. Habe ich noch einen Friend? Nee. The Core. Ah, oh, das kommt. See all the bazaar has to offer. XP ist gut. Ist fucking gut. Nochmal XP. Ja, wir nehmen nur Leben, by the way. Ja, mal gucken. Also das war auf jeden Fall wild. Aber das hatten wir auch schon mal gehabt. Also bei, wir hatten schon mal einen Gaffer-Tape oder sowas gesehen, was gefreest hat. So, der hat jetzt nur Gift. Das ist jetzt so das Standardmäßige. Aber hier werden wir halt einen übelsten Monsterschild haben. Das heißt, wenn wir werden ihn einfach wegcritten. Ja. Der denkt, der hat uns mit seinem Giftbild, aber der Force Shield wird nicht kleiner. Deswegen gewinnen wir das easy. Aber solche Sachen zu verzaubern, das ist illegal. Aus dem Win. Und Force Shield. Absolute Ridiculousness.